So long, Gay Bowser! Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Super Mario 64 zum nächsten Speedrun hier in diesem schönen, geilen Spiel. Ja, wir sind heute wieder mit dabei. Dear Mario, please come into the castle. I have baked a cake for you. Yours truly, Princess Toadstool Peach. So, jetzt habe ich den Text mal vorgelesen. Ich kann es nämlich viel besser. Okay, so kann man mal einen Speedrun beginnen. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Versucherunde heute hier bei Mario 64. Ihr kennt das Spiel ja mittlerweile, glaube ich, schon so ein bisschen. Mist. Und ihr kennt es auch, da ich den Akitoskip nicht schaffe, weil ich viel zu schlecht dafür bin. Naja. So, wir gehen jetzt ins Schloss. Freuen uns einen Ast. So, bla bla bla. Ja, 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 ja. Bin ich nicht cool. Ich bin Bowser. Ich lache. So, wir sind wieder hier. Im Speedrun, wir versuchen wieder unsere 28-minütige, waren es doch, ja genau, Zeit zu schlagen. So wie auch schon das letzte Mal. Leider hat das letzte Mal überhaupt nicht funktioniert. Letztes Mal waren wir 2 Minuten drüber circa. Das war sehr schade. Ja, hat mich sehr traurig gemacht. Ich hoffe euch auch. Shit. So, zack und... Ah, Mist. Fast hätte ich es noch geschafft. Aber leider nur fast. So, Hundi, du bist frei. Und wir holen uns Stern Nummer 1 in diesem schönen Level. So. Wir versuchen es heute einfach wieder. Beim letzten Mal hatten wir ein bisschen Pech, was den Hasen anging. Irgendwie haben wir es überhaupt nicht hinbekommen, so wie es sonst eigentlich klappt. Und Backwards Long Jump war auch nicht so gut. Und leider auch mal wieder das Bowser Level. Ja, das war auch mal wieder nicht so gut. Also das ist echt so... Upsa. Das ist echt zu langsam unser Endgegner hier, dieses Bowser-Level. Da müssen wir immer sagen, look, it's from... Mist, it's from Bowser. Vielleicht sollte ich weniger Blödsinn reden und mich aufs Spielen konzentrieren. Denn that would really helpful been. Ah ja. Ja, Englisch ist auch eine meiner Kernkompetenzen hier in diesen Speedruns natürlich. So, ich höre jetzt auf Dummschmus zu labern. Sondern konzentriere mich lieber mal darauf, hier eine ordentliche Zeit hinzulegen. Ja, das müssen wir uns auch sparen. Dieses Anecken da an der Wand, das kostet auch jedes Mal einige Sekündchen und Zehntel und was auch immer noch alles. So. Drei. Was? Drei. 16 waren es, glaube ich. Also wieder ein paar Sekunden langsamer als beim letzten und beim besten Versuch. Aber es macht nichts, denn die Zeit können wir immer noch rausholen. Ihr habt ja gehört von meinem Vorhaben. Wir werden heute auch wieder den Weg vom letzten Mal gehen. Also diesen neuen Weg werden wir wieder einschlagen. Und das ist, denke ich, eine gute Sache. So, das war jetzt schon mal besser. Dann zack. Das war überhaupt nicht gut. Das wird Zeit kosten. Das wird viel Zeit kosten. Heißt, jetzt sind wir schon wieder im Zugzwang. Müssen den Rest des Speedruns eigentlich perfekt machen. Sonst klappt das nämlich nicht. So. Kann man schön sehen. Circa 10 Sekunden haben wir dadurch jetzt verloren. Bitter. Weil das ist eigentlich eine Sache, die gut klappt. Und wo ich selten Probleme habe. Aber natürlich muss auch sowas mal hier drin sein, ne? Ist ja klar. Na gut. Wurmsfruchtwahl hat ja beim letzten Mal super geklappt. Werden wir dementsprechend jetzt wieder machen. Auch wieder nur mit den 2 Sternen, wie auch schon letzte Runde. So, 1, 2, 3. Danke Manuel P. sah schon. Manu P. für diesen Trick. Er hat mein Leben bereichert. So.
Danke auch an König Wump, dass er hier so einfach zu besiegen ist. Auch das bereichert jedes Mal mein Leben. Zumindest seit ich Speedruns mache. Wieder kriegen wir nicht den richtigen Ort, wo der Stern kommt. Das ist auch nicht so leicht, diesen Ort sich zu merken irgendwie. Ich weiß nicht. Man sieht ja hier nichts, ne? Man sieht ja nichts. So. Als nächstes das Blaue. 6 Minuten 33 ist die Richtzeit. Wir wissen natürlich, dass wir bei dem Speedrun, wo wir diese Richtzeit aufgestellt haben, eine Aufgabe mehr drin gehabt hatten. Das heißt auch hier wieder der Hinweis an euch alle. Diese Richtzeit ist nur dann etwas gültig, wenn wir auch den Toad, also wenn wir die Richtzeit beim Toad vergleichen. Und zwar bei dem Toad, der uns den Stern gibt. Ihr wisst es ja. So, und das war's auch schon mit Wumms Wuchtwahl. Jetzt geht's rüber zum Schneelevel. Mit der Performance gerade war ich eigentlich ganz zufrieden. Und jetzt geht's rüber in die Schneewelten, wo wir bislang immer sehr gut durchkamen. Das werde ich auch nicht müde zu betonen, um es dann doch mal mit Gewalt zu jinxen. Irgendwann kommt der Tag, an dem fallen wir runter. Shit. So. Und rein da. Hat's auch nicht so perfekt da reingehüpft. Aber was soll's. So, dann jumpen. Jumpen. Und jumpen. Sehr schön, das hat diesmal gut geklappt. Oh, das hat auch sehr gut geklappt. Ohne andotzen oder so. Das war schön. Oh. Okay. War nicht so precise, aber immerhin. Ich hoffe, ich gucke auch immer auf die richtige Zeit, weil hier steht noch die alte Zeit mit drin. Die ist natürlich kompletter Bullshit. Da lege ich jetzt mal so einen Stift drüber, damit ich da jetzt gar nicht in Versuchung komme. So, Pinguin, komm her. Auch das hat letztes Mal wunderbar smooth geklappt. Schon mal besser als das, was wir jetzt hier gemacht haben. Aber alles noch... Was? Was ist da denn jetzt bitte passiert? Komm, scheiß drauf. Ich lasse mich einmal sterben. Wir machen da jetzt gar keinen Quatsch. Ich lasse mich jetzt einfach nochmal sterben. Hol das Pinguin-Baby nochmal neu. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Das hatten wir noch nie. Aber es war auf jeden Fall gruselig. Ich denke mal, bis wir das jetzt bekommen hätten, da an der Schräge, war es wirklich in einer sehr, sehr dummen Lage. Dann mache ich das Ganze lieber nochmal. Hat jetzt natürlich auch wieder Zeit gekostet. So viel, denke ich mal, steht fest, ne? Interessant. War mir nicht bewusst, dass man hier so einen Fallschaden kriegen kann. Aber okay, dann ist das wohl so. Gut, macht ja jetzt nichts. Hat jetzt, wie gesagt, ein bisschen Zeit gekostet, aber wir wissen doch alle, das Rennen wird nicht verloren beim Sterne sammeln. Das Rennen wird, wenn dann verloren, also zumindest mein Rennen, sagen wir es mal so, wird dann verloren, wenn das Sterne sammeln eigentlich vorbei ist. Ne? Also zum einen wird die... Fuck, Mann! Wenn man da zu nah dran vorbei will, um Zeit zu sparen, ne? Dann fällt man runter und spart keine Zeit. Was ich eigentlich sagen wollte, das Rennen wird nicht... Sagen wir es lieber so, das Rennen wird nicht gewonnen beim Sterne sammeln. So, das Rennen wird definitiv... Danke. Das Rennen wird definitiv verloren. Was laber ich nur? Egal, ich muss mich mal ganz kurz aufs Spielen konzentrieren. Okay, also, was ich sagen wollte. Das Rennen wird nicht gewonnen beim Sterne sammeln. Hier kann es maximal verloren werden. Da waren wir auch gerade wieder auf einem ganz guten Wege. Mal schauen, ob wir das hier noch einigermaßen gefixt bekommen. Aber ich sag mal, mein Speedrun wird definitiv dann gewonnen. Fuck, Mann. Mein Speedrun wird definitiv dann gewonnen, wenn wir zu den Hasengeschichten, zum Backwards Long Jump und dann vor allen Dingen zu den Bowser-Leveln kommen. Und zu den Bowser-Kämpfen, weil da ist auf jeden Fall das meiste an Verbesserungspotenzial dabei, würde ich sagen. Und da tat ich mir bis jetzt jedes Mal schwer. Das Level hier nicht so, das geht eigentlich. Ist aber auch das erste, darf man ja nicht vergessen. Jo, danke. 1, 2, 3. Mein Sprung ging nicht, okay.
Alter Vater. Okay. Alles ist gut. Alles ist okay. Uff, Kinder, das wird Hardcore. Also die Zeit, die ich letztes Mal hingehauen habe, die war echt gut. 11 Minuten 7 oder 11 Minuten 8 oder sowas haben wir jetzt gebraucht. Das heißt, wir sind nur ein paar Sekunden schneller. Und wir haben einen Stern mehr zu holen. Also die ganzen Fails, die machen sich jetzt schon bezahlt. Im negativen Sinne. Aber gut, das macht nichts. Ich bin mir sicher, wir haben auch beim letzten Speedrun Fails drin gehabt. Muss man echt lernen, entspannt zu bleiben, ne? Ich werde ja immer so mega nervös und das regt einen natürlich zu Fehlern an. Also man muss echt cool bleiben. Drum vollsten Respekt an diese ganzen Speedrunner, die dann teilweise noch richtig krasse Sachen raushauen, wo man übelst präzise sein muss. Und ich denke mir so, yo, wenn ich unter Stress bin, kriege ich keinen Triple Jump mehr hin, ne? Drum auch riesen Respekt an die 120-Sterne-Kategorie. Wenn ich mir da anschaue, was die Jungs und Mädels da veranstalten, dann muss ich los. Shit. Dann muss ich los, wie gesagt. Das kostet Zeit. Wisst ihr, was ich meine? So. Einfach mal konzentrieren jetzt. Halt mir die Fresse und konzentriere dich, Junge. Okay. So, den Toad müssen wir bei 15 Minuten erreichen. Das ist ambitioniert. Das ist ambitioniert. Das sage ich euch jetzt schon. Sehr ambitioniert. Ich schwöre, ich war schneller als das letzte Mal und trotzdem passiert sowas. Warum? Ich verstehe es nicht. Vielleicht war ich zu schnell. Das kann ich. Oh, das ist nett. Dankeschön. Die pesky Plumpers, echt. Ja, das war's dann wieder mit dem Speedrun, würde ich sagen. Egal, wir machen weiter. Denn erstens, aufgeben ist nicht. Und wie gesagt, zweitens habe ich immer noch die Hoffnung, wenn wir ab jetzt alles perfekt machen, dann ist noch nichts verloren. Und vor allen Dingen geht es ja auch darum, mal diesen zweiten Part des Runs wirklich gut hinzubekommen. Und das war ja bislang eher so das Problem. So, ab zur Wüste. Denn das ist die Wüste. Das könnte ja auch mal was klappen, ne? Übrigens, beim letzten Speedrun haben wir jetzt den Toad geholt. Ja. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich schneller ist, was ich da mache. Aber es müsste halt auch mal alles klappen.
dann könnte man es auch mal sagen, weil jetzt habe ich ja wieder so viele Fails reingehauen. Ich weiß nicht, ich sehe da oben schon wieder null Leben. Das heißt, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir wieder Game Over gehen in diesem Run. Das ist halt nicht gut. Ja, einfach nicht gut, muss man sagen. Aber wir dürfen jetzt nicht mehr sterben, sonst gehen wir Game Over und dann ist es vorbei, weil ich ja auch nicht gespeichert habe und so. So, Toadie. Wie viel haben wir verloren? Oh, eine Minute, Alter. Boah. Ja, das holen wir nicht auf. Das werden wir wohl kaum aufholen. Ja, über eine Minute. Vergiss es. Ja, eine Minute 17 so um den Dreh rum. Das ist natürlich ein bisschen viel. Das heißt, wir können jetzt schön ohne Druck rangehen. Mal gucken, wie ich mich dann anstelle. Yahoo! 21:47 ist die nächste Zeit, nämlich für den zweiten Bowser. Klingt extrem viel irgendwie bis dahin, aber ist es scheinbar gar nicht. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, auch nicht geschafft, ne? Beim letzten Part, oder? Ich wollte ja nur schnell rennen können, wisst ihr? Gut. Immerhin weiß ich ungefähr, wie man dahin rutschen muss, damit man ihn kriegt. So, jetzt ein First Try wäre schon nice. Jo, das sieht gut aus. Das sieht schlecht aus. Warum passiert das schon wieder? Also wenn es beim ersten Mal nicht klappt, habe ich auch Probleme. Grüße gehen raus an Manu P. Ey, Digga. Wieso geht das denn nicht? Danke. Warum? What the hell? Okay, das war gut, alles klar. Ganz schönes Lotteriespiel in letzter Zeit mit dem Hasen. Also, was heißt in letzter Zeit? In diesem und im letzten Part irgendwie. Gut. Zehn Minuten noch bis zum eigenen Rekord, das ist natürlich utopisch. Oh, ich hoffe, ich sterbe nicht wegen Kraftverlust, aber ich denke nicht. Hier sind ja gleich noch Münzringe und so. Ja, das sollte passen. Alter, wie lang so eine Stampfattacke hier dauert. Ich weiß ja auch nicht, was das soll. Aber es ist ultra langsam. So, zweiter Bowser. Wir haben noch, ja, 1,5 Minuten circa. Klingt gar nicht so unmöglich, ne? Ist es aber bestimmt, wie ich mich kenne.
Egal, jetzt Speedrun-Taktik! Ja! Alles drin, Bruder, alles drin. Kenne deine Kraft. Kenne deine Kraft, sag ich nur. Lieb deinen Traum, denn er wird wahr. Stelle dich gar keiner Gefahr. Egal, was wichtig ist, zerfährst du alles, wenn's richtig ist. Oder so. Warum hältst du an? Warum hat er jetzt komplett abgebremst? Alter, was ein Spacken manchmal. Ja, da ist doch Mario selbst schuld. Also ich kann dafür gar nichts. Ja, das wisst ihr ja. Ja, komm, verbrenn den Arsch. Wir machen es jetzt so. Ich denke mal, so viel langsamer ist das auch nicht, oder? So, jetzt haben wir 47 Sekunden für den Kampf. Klingt realistisch, oder? Das war gut. You've killed me, hat Bowser gerade gesagt. So, 21,56. Auf einmal wieder 10 Sekunden Rückstand nur noch. Das ist schnell. Also das haben wir jetzt tatsächlich sehr schnell hinbekommen, auch wenn es wieder kein perfekter Run war. Aber im Vergleich Toad zu Bowser war das jetzt echt ein schneller Abschnitt. Da haben wir wieder 4 rausgeholt. Gut. Jetzt kommt's drauf an. Was ist jetzt noch möglich in diesem Speedrun? Einmal die Backwards Launcher perfekt hinbekommen. Und dann das Bowser-Level perfekt hinbekommen. Und es ist alles möglich. Aber es muss halt perfekt sein. Alter, danke. Es muss perfekt sein, aber dann wäre alles möglich. So, jetzt muss erstmal der Backwards Launcher klappen. Wir smashen wieder unsere A-Taste. Ja, 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 ja. Das ist gar nicht mal schlecht. Das ist super. Hey, first try. Hatten wir auch ewig nicht, wenn überhaupt mal. So, klappt der hier jetzt auch im First Try? Gucken wir mal. Gott, ich meine, der klappt meistens im First Try, weil man eine unendlich lange Treppe hat, um es zu probieren, ne? Ja, und gejinxt habe ich's. Okay, ab ins Aquarium-Level. Nein, Spaß. Okay, der wird jetzt nicht alt, das sage ich euch gleich. Also das ist jetzt der neue Running Gag in diesem Speedrun-Projekt. So. Okay, ganz entspannt. Wir kennen das Level in- und auswendig so langsam. Es darf uns hier eigentlich nichts mehr überraschen. Ein Jump, zwei Jump, drei Jump, laufen, Bauchplatscher, Bauchplatscher. Das ist okay. So, dann jumpen, jumpen. Und jumpen und wieder falle ich runter. Es darf nicht wahr sein, wirklich nicht. Man kann euch jedes Mal hier runterfallen. Das kann ich doch nicht machen. Mario denkt sich auch so, ey, für was werde ich eigentlich bezahlt hier? Meine Güte. So, 1, 2, Hüpfi. Weitsprung. 1, 2, Hüpfi, Hüpfi, Hüpfi. Ach, schade. Versuch was wert. Kletter, kletter, kletter. Wir sind relativ schnell durchgekommen. Normalerweise fällt ich da irgendwie mindestens zweimal. Diesmal war es nur einmal. Leck mich, Mario, ey, echt. Werten wir es mal als Erfolg, oder? Ich würde sagen, ja. Da, 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 da,
Das bringt einem ja gar keinen Windschatten. Trügerei hier. Okay, wir haben sogar noch Zeit. Es ist sogar noch möglich, obwohl wir am Anfang wirklich hart gesackt haben. Ist noch alles möglich. Ist nicht gut. Bowser macht keinen Scheiß. Wir wissen beide, was du willst und was deine Bestimmung ist. Ja, wohin, Bruder? Wohin? Sag mir bitte nur, wohin, Bruder? Wohin? Aber egal. Macht nix. Wir bleiben easy, locker und gechillt. Und sterben erstmal, weil wir so gechillt sind. Ach, bin ich dumm, Mann. Jedes Mal das Gleiche. Warum ist da überhaupt ein Herz? Als bestünde die Möglichkeit, dass man hier mit wenig Leben hinkommt. Als wäre die Gefahr nicht viel mehr in dem Level, dass man halt einfach stirbt, wenn man runterfällt. Aber okay. Nö, ist nicht Bowser. Ist echt nicht. Boah, ist jetzt risikoreich. Aber erster Treffer. Das ist es mir wert. Und wir haben ja auch gleich wieder an der Angel. Ja, ich mache das jetzt wirklich so. Solange es mir möglich ist, mache ich das so. So, und jetzt versuche ich die Weitschüsse, weil es halt auch nicht anders geht. Ach, Mist. Ja, komm doch jetzt mal rüber. Mal ein bisschen Fitnessprogramm, Bowser. Nein, er hüpft nur. Er macht immer nur den Hüpfi. Ich bin Bowser und hüpf. Verarschen, Digga. Ist Bowser fett? Hm? Shit! Ah, das wäre die Bestzeit gewesen. Mann, warum bin ich so schlecht? Er macht wieder den Hüpfi. Ich muss das leider echt üben, ne? Und da ist die Bestzeit passé. Schade. Ach, hör doch auf zu hüpfen, Digga. Ist ja okay, du hast gewonnen. Also, zumindest wenn dein Ziel war, die Bestzeit zu zerstören, dann hast du gewonnen, ja. Ja, jetzt hat's geklappt. Okay. Ja, ich werde besser in diesem Rumgewerfe, aber perfekt bin ich noch lange nicht. Schade, jetzt bin ich wirklich enttäuscht, obwohl es so ein schlechter One war zu Beginn. Bin ich jetzt dann doch enttäuscht darüber, weil hier dann doch mehr möglich war. 28,43 ist meine Zeit jetzt in diesem Run. Wir waren nah dran. Jetzt mal ganz im Ernst, wir waren nah dran. Es hätte klappen können. Schade. Wirklich schade. Na gut, so viel zu diesem Speedrun. Ich blende euch nochmal die Tabelle ein und zeige euch nochmal kurz die Credits, aber wirklich nur kurz. Und dann bis zum nächsten Mal.